Bei Einbruch der Nacht wird Kairos Nilufer zu einer einzigen großen Tanzfläche. Die Ausflugsschiffe konkurrieren untereinander mit Lichteffekten, Musik und Freiheit. Tagsüber herrscht hier nur lähmende Hitze. Nachts jedoch zeigt die ägyptische Hauptstadt sich von einer ganz anderen Seite. Doch trotz der glitzernden Schilder an den Brücken des Nils, der Verhaltenskodex auf den Tanzflächen ist heute ein anderer. Sarah ist Bauchtänzerin. Es war ihre Leidenschaft, schon als kleines Mädchen. Und vor 2 Jahren machte sie das zum Beruf. Die Scarabaeus ist eines der angesagten Tanzschiffe Kairos. Abend für Abend tritt Sarah hier auf. Cairo is the best place to be a belly dancer. I always wanted to be. As I said, I never thought I'd be, but the best place because it's the home of belly dance. Egypt's the home of pilgrimage. It's where you can get the most live music and the most traditional Turk style of dancing. I came here seeking out audiences that want to watch belly dance. Aywa Nagasa! Die Ursprünge des Bauchtanzes liegen im Dunkeln. Erfunden wurde er in Kairo, schon zur Zeit der Pharaonen. Das ägyptische Kino, das lange die Leinwände der arabischen Welt dominierte, machte ihn weltweit populär. In den 50er Jahren mussten in jedem Film unbedingt 1 oder 2 Bauchtänzer gezeigt werden. Und es gab richtige Stars, wie Samia Jamal oder Suhair Zaki. In den 70er Jahren wehte ein erster konservativer Gegenwind. Die Kostüme mussten den Körper bedecken. Der Bauch der Tänzerinnen durfte nicht mehr zu sehen sein. Doch in den Kabarets ging die Party weiter. Und noch bis in die 90er Jahre zeigte das staatliche Fernsehen die größten Stars zur Hauptsendezeit. Heute sind diese Bilder nicht mehr möglich. Der Tanz hat sich in die Privatgemächer zurückgezogen. Tänzerinnen brauchen eine Genehmigung der Zensurbehörde. Sie dürfen nur noch auf Bühnen und zu klar festgelegten Zeiten auftreten. Sarah weiß, dass sie keine Fehler machen darf. Jede Handbewegung kann ihr einen Prozess einbringen. يعني ده رقص شرقي انت بتحب تتفرج عليه في رقصات بعد كده بتعمل حاجات اغراءات يعني بتبقى حاجه شاذه كده انت بتتضايق من ان هي بتعمله لكن في رقص انت بتتفرج عليه بتستمتع بالرؤيه لكن الرقص التاني بصراحه احنا بنحبه لبس مش حلو وحركات مش كويسه واغراءات مش كويسه لكن ده رقص طبيعي اي حد حتى لو معانا اطفال هتتفرج طبيعي مفيش مشاكل بيبصوا زي ده بس بلبس عادي يعني مش بيلبسوا بدله البنات في الافراح بلبسهم عادي بنشغل الاغاني والدي جي ويقعدوا يرقصوا Ein TV-Star ist Sarah nicht, aber bei jedem Auftritt wird sie von Handys gefilmt. Wenn diese Videos online gestellt werden, dann können die Zensoren sie auch sehen. Ein Facebook-Video hat Mona Princes Leben radikal verändert. Bauchtänzerin ist Mona nicht, sondern Professorin für englische Literatur an der Universität Kairo. Aber arbeiten darf sie neuerdings nicht mehr. Sie verbringt ihre Tage zu Hause, am Rand der Oase Fayoum, an die 100 Kilometer von der Hauptstadt entfernt. In Ägypten ist Mona Prince keine Uniprofessorin wie die anderen.
Sie engagiert sich für Menschenrechte und wollte bei den Präsidentschaftswahlen von 2018 gegen General Sisi kandidieren. Schon oft hat man sie wegen ihrer Äußerungen für die Meinungsfreiheit angegriffen. Aufgrund dieses Videos hat ihre Universität sie entlassen. I was in this house with a friend of mine and I told her let's have a video of me dancing and it was really nice, you know, like in the afternoon, the weather was beautiful, spring day, you know, and I did it and it was really nice. I posted it on Facebook and it's not the first time I post a dance video of myself. Weder ihre Schriften, noch ihre radikalen Äußerungen, noch ihre als liberal geltenden Ansichten, die sie ihren Studenten vermittelte, waren der Grund für die Sanktionen. Sie stürzte über einen harmlosen Bauchtanz. Wie ein Symbol für den neuen Puritanismus, den das ägyptische Regime seinem Land aufzwingt. I mean, when I made this video, I never ever expected that it was going to make a fuss like that or that it would cause that I get fired from my work. You know, like dance is part of my culture and it's normal to dance. And for me, you're not Egyptian if you don't know how to do belly dancing. Die Intellektuelle will die Sanktion nicht hinnehmen und bringt ihren Fall vor Gericht. Ihr Eintreten für den Bauchtanz mag nebensächlich erscheinen, doch sie sieht es als Grundrecht. Sie will verhindern, dass Ägypten zu einem Hort religiöser Intoleranz wird. They are afraid because they don't want people to be free. They want to control them. Now, if you start to be yourself, express yourself freely, have control over your own body, which is my body, then they start to feel like they are losing their control. So of course they don't like that. You know, the regime doesn't like it. The university, as part of the system, doesn't like it. Actually, no one can stop me from dancing. You know, like they fired me from work. Did I stop dancing? No. And I will continue dancing. You know, no matter what. And I think I will win this case, inshallah, hopefully, yani. Because it's ridiculous to have even a case, such a case against a professor because she danced in her house. Unheard of, you know? Tanzen für die Freiheit. Die Freiheit zu tanzen. Für die Regimewächter sind solche Worte undenkbar. Einer der bekanntesten Zensoren ist er, Samir Sabri, offiziell Anwalt, ein den Machthabern nahestehender Konservativer. Er verbringt seine Zeit mit der Überwachung von Tänzerinnen. Er durchforstet die sozialen Netzwerke und die Medien und fahndet nach Tänzen, die nach seiner Ansicht die Grenzen überschreiten. Dann zeigt er sie an. طبعا ده قدمت ضده او ضدها ببلاغ وقدمت للمحاكمه وصدرت ضدها حكم جنائي على اللي بس او اشاعه الفسق. بتعاقب على الاعمال المشينه دي والاخلاق ويعني الاعمال اللي هي بتؤدي الى نشر الفسق. كل إيحاءة الجنسية ممنوعة. طب إيه إيحاءة الجنسية اللي ممكن تكون موجودة؟ لا دي معرفش أنا أشرح لك يعني إيه الإيحاءة الجنسية دي معلومة للكفة يعني إيه إيحاءة جنسية؟ حركات مثيرة للغرائز الجنسية. Eine vage Definition. Dennoch bringt sie Künstler ins Gefängnis. Im Nachbarraum lagert Samir Sabri alle seine Fälle im Archiv. In den letzten 30 Jahren hat er über 2000 Prozesse gegen Künstler geführt. Mit ihrem Manager hat Sarah einen Auftritt nach dem anderen.
Sie sind unterwegs zum Fermant, einem in Kairo angesagten Nachtclub. Ärger mit der Justiz hatte sie bislang noch nicht. Äußerst umsichtig bespielt sie ihre Facebook- und Instagram-Accounts und hat stets alle Unterlagen dabei, falls sie kontrolliert wird. You're always at threat, you know, if you don't have your proper license. I feel confident because I have all my paperwork. Everywhere I work, I have all my tax documents. I show that I pay my tax, I show everything. Jede Nacht durchkämmt die Sittenpolizei in Kairo Restaurants, Kabarets und Clubs und überwacht alle Tänzerinnen, ihre Kostüme und ihre Art zu tanzen. In diesem Nachtclub sitzen im Publikum vor allem Touristen aus den Golfstaaten, die in Kairo einen draufmachen wollen. Dafür ist Sarah da und sie achtet darauf, bestimmte Grenzen nicht zu überschreiten. In den Straßen Kairos regiert die Willkür. 60.000 Verhaftungen durch das Regime General Sisis, sagt Amnesty International. Wenn Bauchtänzerinnen als unanständig eingestuft werden, kommen sie hinter Gitter. Auf diese Weise will der Diktator den Islamisten das Wasser abgraben. Als einer der wenigen Anwälte verteidigt Mahmoud Othman auch Tänzerinnen. Die Verurteilung der sehr populären Shakira im Jahr 2015 war der Anlass für ihn einzuschreiten. Made me very nervous to see something like this. How you humiliate her like this. Make her to force her to wear this suit in front of the officer and to say why you wear like this. And so this is the beginning, I think, to work in this case. Das ist nicht leicht für den Anwalt. Die Gesetze sind sehr vage formuliert und können von den staatlich ernannten Richtern flexibel ausgelegt werden. Now, يشوف اللي في الفيديو او في العمل الفني ده ايا كان هو اي خارج الحياه العام ان هو يلجا للنيابه العامه. للاسف النيابه العامه في الفتره اللي فاتت كلها احالت العشرات القضايا اللي بنتكلم عنها. ما تمش حفظها وحمايه المبدعين، لا تم احالتها للمحكمه والمحاكم اصدرت احكام قاسيه جدا ضد المبدعين. كتير منها كان بسنتين حبس. Fast 80 Künstler wurden 2014 wegen Erregung öffentlichen Ärgernisses verurteilt. Doch die Zahlen gehen ständig zurück. Dieses Jahr waren es nur ein gutes Dutzend. Für Mahmoud Othman ein Zeichen, dass die Künstler immer mehr Angst haben. Die Künstler zensieren sich selbst. Bis auf wenige Ausnahmen sind Straßenkünstler und Graffiti aus Kairos Zentrum verschwunden. Die Cafés, ein beliebter Treffpunkt für Intellektuelle, gelten aus Angst vor neugierigen Ohren als nicht mehr sicher. Zu Hause in Fayoum will Mona Prince der Angst widerstehen. Ibrahim! Ibrahim! Habibi! Ja, Beisha da! Die berühmte Professorin will ihr Recht zu tanzen immer noch einklagen. It's good to be here like one day before the court, you know. Be prepared and emotionally stabilizing myself. Now, one of the accusations is that she posted this video and insisting on reposting the videos that degrades the dignity of the professor and the good conduct of a university professor. I don't see myself doing anything indecent or obscene. This attack was done on purpose, you know. And I, on purpose? Like they meant to use it against me to get rid of me from the university. Simply because they don't want someone like me. I am danger to the system. What do you mean? Because I promote free thinking and open-minded, liberal
values. You know, they don't want that. That for them, this is a challenge to the patriarchal hierarchy of the society, and especially in the university. And the vice dean, they all were working in Saudi Arabia. So they come back with their, you know, with the ideas of Wahhabism, which is completely against women, and which contradicts with the Egyptian woman. You know, in my history, in my culture, in my civilization, women were goddesses, you know, were queens. Das Recht, tanzen zu dürfen, das gehört zur Kultur und zur ägyptischen Identität. Und manchmal ist es lebenswichtig und eine Hoffnung für Mädchen aus den Armenvierteln. Im Armenviertel Abidin leitet Herr Ashraf ein Haus für Bauchtänzerinnen. Vor 10 Jahren hat der ehemalige Musiker es eröffnet. Seine Tänzerinnen müssen erst hierher kommen, bevor sie tanzen gehen können. Denn die jungen Frauen können unmöglich das Haus ihrer Familien im Kostüm verlassen. Dazu ist ihr Beruf zu umstritten. Amira ist 24. Tänzerin werden, das war ihre Rettung, damit sie ihre Tochter ernähren kann. عشان لو بعد كده كبرت مش هينفع ان انا ابقى شغاله قدامها هتبقى يعني هنا عندنا في مصر عيب هي بقى مش عارفه هي دلوقتي صغيره مش عارفه مامتها بتشتغل ايه لان انا سايباها عند دادا وبالليل وباخدها الصبح تبقى معايا بالنهار شعري من غير ملف لا لازم تعملي شعرك الاول وتخشي تلبسي عشان يزوركي بكتوبر يلا كتير قوي 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 ومجرد ما بيجوا هنا من اول شغله بيشتغلوها بيستوطنوا بيقعدوا لان احنا بندي الحق يعني البنت مثلا اشتغلت عملت عشر اوردرات احنا بناخد النص وبنديها النص Herr Ashrafs Geschäft floriert. Auf die Tänzerinnen ist er sehr stolz. Er hilft ihnen und gewährt einigen sogar Unterschlupf. Aber ihre Armut macht die Mädchen wohl auch zu einer leichten Beute. Und oft stellen die Ägypter sie auf eine Stufe mit Prostituierten. مهن تمثيلية بتتعرض عليها الرقاصة وفي المصنفات الفنية لو ده شيء غلط هل الدولة هتوافق بده؟ هتعمل لهم الورق ده؟ أو في سوير زكي كان في نجوى فؤاد في لمؤاخذة زينات علوي كل دي رقصات والدولة معترفة بيها والوقت في صافي نار وفي شمس وفي في في كتير لو هو ده شيء غلط هل الدولة هتوافق بيه؟ Natürlich sind nicht alle Tänzerinnen aus Herrn Ashrafs Haus Stars. Aber sie arbeiten legal und sind staatlich zugelassen. Der derzeit größte Star hier ist Dina Talat. Aber auch ihre Popularität konnte sie nicht schützen. Ihre Sendung The Dancer, eine Adaption von The Voice, wurde verboten. Die Justiz stufte sie als unmoralisch ein. Aber neuerdings braucht das Regime keine Gerichte mehr. Heute entscheidet man hier in diesem riesigen Büro über alles, was in Ägypten über den Bildschirm flimmert. Mohammed Makram, 84, leitet diese neue Zensurbehörde des Regimes. Er definiert die roten Linien des modernen Ägyptens. نحاول أن نطبق المعايير
الأخلاقية والمهنية، لأنه في فترة ما سادت الفوضى وأصبحت الحرية هو ما تستطيع أن تأخذه بيدك، ما تستطيع أن تفرضه بصرف النظر عن القانون. وغابت سيادة الدولة، كان لابد أن احنا نعمل نوع من الكاناليزيشن لهذه الفوضى العارمة. Angesichts dieser Verschärfung der Zensur werden rebellische Stimmen wie die von Mona Prince immer seltener. An diesem Tag hat sie einen Termin bei Gericht. If I lose the case, it means not just for me, but for other people, for other women. Don't do that. Don't dance in public, don't think freely, don't express yourself in any way that contradicts what they think is mainstream. You know, this might be the message, and I hope it won't be like that. Really, I hope it won't be like that. So what? For the future of Egypt, not just me. Vor dem Verwaltungsgericht klagt die Professorin auf ihre Wiederzulassung zur Universität. Der Anwalt der Universität plädiert. Die Anhörung dauert nur wenige Minuten. Nach Ende der Anhörung verkünden die Richter ihre Entscheidung zu vertagen. Der Fall könnte für die Regierung zu einem Ärgernis werden. Mona Prince wird noch warten müssen, bis sie wieder eine Arbeit suchen kann. Sie weiß, ihr Fall hat Symbolcharakter. Ein Symbol für die Heuchelei des Regimes, das einerseits Intellektuelle verfolgt, aber wenn es ihm gefällt, auch mal lieber wegsieht. An diesem Abend treten Herrn Ashrafs Tänzerinnen in einem Armenviertel auf. Zu solchen Auftritten sind sie vertraglich verpflichtet. Eine Hochzeit auf der Straße. Die Gäste halten Bündel von Geldscheinen für die Vermählten bereit. Je mehr Tänzerinnen auftreten, umso dicker muss das Bündel sein. Solche Auftritte sind an jedem Abend in den Slums der Hauptstadt zu sehen, in denen 40% der Bevölkerung leben. Solange niemand Szenen dieser Hochzeiten veröffentlicht oder in den sozialen Netzwerken postet, toleriert die Zensur sie. Das Sisi-Regime sieht hier wohl nicht so genau hin. Damit die Leute in den armen Vierteln Ruhe geben.